Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir ernten aktuell Rüben und Kartoffeln mit mehr oder weniger großen Schwierigkeiten. Die Rüben werden wir verernten und unseren stellen wir Rübenstützel her vor dem BGH. Und ansonsten, ja, wir flügen aktuell auf Feld 19. Denke ich doch, ne? Ja, flügt. Man weiß ja mal, ne? Ab und zu mal streiken unsere Fahrer. Kamera ist auch irgendwie ja ungünstig. Ja, gut. So müssen wir machen, so. Nicht zu weit. So, vielleicht besser. Schon wieder voll. Obwohl, ich habe jetzt den Anhänger weggestellt. Das macht jetzt keinen Sinn, wenn ich da jetzt mit zwei Anhänger fahre und dann im Grunde nicht rückwärts hochgefahren komme. Ja, das war wie anders gedacht. Aber ich habe gerade die Zeit gesehen, denkt mal nach, bevor wir so lang wird. Ne? Muss ja auch irgendwie auch im Rahmen bleiben. Es soll ja auch nicht zu lange sein. Ich denke mal, sind zu lange ist das langweilig, denke ich auch, ne? Und so für mich ist das auch optimal, wenn die Folgen so ungefähr gleich lang sind. Macht ja keinen Sinn, wenn jetzt die Folge eine Stunde dauern würde und plötzlich dann letztendlich keiner für interessieren, ne? Wäre ja auch nicht schön. Mal sehen, was hier so reinkriegen, ne? Also hat ja Zeit, ne? So, Rüben 48%, Kartoffeln 100%. Das heißt, hier müssen wir ganz kurz umspringen. Ich habe hier mal einen Traktor gemietet von Merse Ferguson, ne? Ein Großtraktor mit, ja, ich glaube 400 PS. Habe einen Anhänger genommen als Mod, den man entsprechend auch aufwerten könnte, also höher. Aber ich habe mir bewusst für die niedrige Form entschieden, weil dadurch garantiert unterm Anhänger komme, ne? Also für die Kartoffeln. Alles Mietfahrzeuge. Von daher ist das erstmal nur ein Test, aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, der Hänger ist gut. Der Traktor ist etwas eigentlich mehr für Feldarbeit, weil er hat die Leistung und da kann auch die entsprechende Bereifung verwenden, ne? Also von Breitreifen mit Radgewicht und so alles möglich. Und hier hat er wirklich Platz, ne? Also die großen Anhänger von der LKW ist echt zu viel, ne? Also zu hoch. Ja, der Rübenroder wird wieder, muss ich wieder mitfahren, ne? Weil ich denke mal, der wird hier nicht klarkommen mit der Materie und der Kurve. Ja, aber was ist machen, ne? Also wenn wir jetzt wirklich viele Kartoffeln machen würden, müsste ich echt sagen, okay, bei größeren Feldern mindestens zwei Maschinen, vielleicht sogar drei. Aber das rentiert sich ja im Grunde schon fast gar nicht, weil du kriegst ja zu schlecht bezahlt, ne? Also wäre da kein nicht sinnvoll, ne? Komischerweise macht er auch nicht die volle Breite, ob ich mal so ein paar Programmieren so gemacht habe, extra so ein schmaler. Kann sein, aber war nicht so geplant, ne? Dass so extrem viel ist. Jetzt spinnt er nämlich komplett. So wie ich eigentlich auf rund eingestellt habe, auf weich, habt ihr hier eine komplette, ja, scharfe Wendung, kann man sagen. Aber wie gesagt, dann vorne am Deich gibt es 100% die Probleme.
Aber gut, da sind wir dabei, ne? Er braucht noch 3 Stunden. Wahnsinn. 3 Stunden bei normaler Geschwindigkeit, also dann machen wir den Rest morgen, dann machen wir nachts Pause oder jetzt. Ja, also auf keinen Fall weiter, ne? Also das geht nicht. Ja, Vöglein, hast du recht, da muss ich auch gut zuwarten. Gut dann. Ja, ansonsten durchhalten, ne? Genau. Ich glaube, das ist wieder fertig. Ja, er ist fertig. Worum geht's schnell? Ja, auch eine größere Arbeitsbreite, muss man dazu sagen, ne? Ist aber auch ein Originalmod, Originalfahrzeug, ne? Also kein Mod in dem Sinne. So, dann sind wir da. Ne, das ist hier Rübenernte der Holme. Ne? Und das Türe geschneit weg. Man könnte natürlich auch hier einen Holmer nehmen. Das ist auch die Maus. Oder das ist ein Mod. Gut 50.000, ne? Und auch HR12 würde auch passen. Der würde auch Kartoffeln nehmen, ne? Also gut. Ist aber hier Rübentechnik. Normalerweise. Was mit Rüben geht, geht mit Kartoffeln nicht normalerweise. Also normalerweise ist das. Das Zuckerrohr haben wir nicht. Oder Kartoffeltechnik. Da gibt es nur die zwei. Ich habe den hier. Und der Mod, weiß ich gar nicht jetzt genau. Ist das jetzt von. Aber vor 60.000 Liter. Heftig. Gibt es in grün und allen Farben? Na ja, gut. Ich denke mal, bei Grimm wird nur rot gehen, glaube ich. Motorausführung, okay. Okay, da kann man entsprechend variieren. Okay, das kann man ein bisschen anpassen. Ne? Aber wie gesagt, hier geht normalerweise nicht viel rein. Ne? Also. Jo. Ich möchte mir eigentlich von so Maschinen nicht so abhängig machen. Gut, wenn ich jetzt. Ja, das ist aber nicht realistisch, ne? Das muss man so sagen. Ne? Also, das funktioniert auf Dauer nicht. Beziehungsweise, dann brauchst du nicht mit Season spielen, weil dann ist im Prinzip wie Cheaten. Ne? Also, wenn ich Maschinen nehme, die viel mehr ernten können, als es in Wahrheit ist, also wirklich viel mehr, dann ist es Cheaten. Ne? Also, dann ist es Geld drucken in dem Sinne. Und das ist dann ja. Man ist schon klar, dass Kartoffeln, wenn du so siehst, Kartoffelroder geht schon wieder voll. Dann ist es natürlich, wenn man so sieht hier entsprechend, das dauert, ne? Die Kartoffeln müssen ja auch entsprechend noch gereinigt werden, da muss der Sand getrennt werden. Da fliegen die Steine raus und das muss alles im Prozess, das dauert lange. Und das ist nicht so schnell getan normalerweise. Und das Schieten und so. Ich lasse mir ein bisschen gefallen, dass ein bisschen größere Arbeitsbreite einer macht oder hier ein bisschen mehr Ladevolumen. Ja, okay, alles okay. Aber wenn es zu sehr übertrieben ist, ist das nicht so mein Fall. Da vorne wieder Schwierigkeiten macht. Ja, das ist ein großes Feld, ne? Da haben wir noch einen zweiten dazu nehmen. Da geht er aus.
muss hier mit dem zweiten noch zuarbeiten, also. Große Nachfrage an Heizkraftwerk. Was wollen die denn haben? Oh, was wollen die haben? Heizkraftwerk. Wollen die Pellets haben? Futter. Hackschnitzel. Na, das wollen sie nicht haben. Häckselgut. Mist. Schweinefutter. Ja, hier ist so viel. Oh, Pellets. Gut. Wir machen jetzt Geld. Einstein. Entlassen. Einstein. Auch entlassen, ne? Hier werden wir heute nach Pellets verkaufen. So, BGH ist der LKW. So, Pellets verkaufen. Große Planänderung. Und das hatte ich so befürchtet oder mal gehofft, dass die Produktion für Pellets sich so rentiert, dass wir sagen können, wir können jetzt richtig Geld verdienen. Die Produktion müsste jetzt so weit gelaufen sein, dass theoretisch es komplett voll ist mit Paletten. Heizkraftwerken jetzt volle Ladung ab für knapp 1000. Das ist schon mal nicht schlecht. Und bei erhöhter Nachfrage sinkt der Preis auch nicht. Das heißt, wir können mal richtig abkassieren und die Malzfabrik uns mal anschaffen. So, Heizkraftwerk ist genau in der Ecke, also ideal, ne? Und das können wir uns nicht entgegenlassen. Also so viel Geld verdienen wir da drüben nicht, und mit der Kartoffel wie jetzt, was hier möglich ist. Also andere Buletten, wir wollen jetzt was verkaufen. So, und zwar ja, kurz gucken. Rundballen haben wir jetzt keine. Wir haben jetzt Paletten. Gehen die rauf? Ne. Paletten haben wir jetzt auch. Holzpaletten. Eierkraut, Baumwolle, Pellets. Gut. Also wir müssen ja noch auslagern. Ne? Ist ja alles mal jetzt im System drin. 16 haben wir jetzt. Gut, da wollen wir nicht lang quälen. So ein großer Container. Das ist Kubik. Haha, voll. Voll. 1 Million. Also, der Palette haben wir noch 2.000, 3.000. Das ist gut. So. R. Und. Maximum. Geht nicht. Dann hier kaputt ist mit dem Update. Ich habe dummerweise ja vom Mod hab runtergeladen, ne? Gut, da müsste ich in Not von die Turing-Karte nehmen. Gut. Drei geht maximal. Ist auch voll. Wir machen ein bisschen Platz. Und dann werden wir
gleich nochmal rekrutieren, ne? So. Maximum. Ja, auf einem LKW-Plattenweg. Gut, dann fahren wir dann mal los, ne? So. Der nächste ist fertig. Tanken, na gut, zum Glück ist er jetzt fertig. Dann braucht auch nicht getankt werden. So. Geradeaus. Oder einfach rechts fahren, dann wieder rechts. Hier fahren wir jetzt hier rechts. Dann geradeaus. Die Straße folgen, ne? Und dann schauen wir, ne? Gut, ich schaue, das soll's für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sag ich mal Tschüss und wegen Winkel, ciao, ciao. Wir sehen uns gleich wieder beim Verkauf. Bis dann, tschüss.